Willkommen zu einer neuen Folge Borderlands 2 mit dem Piratenschatz-DLC mit der Fubarine, die aussieht wie so eine Pauski-Dame. Moin! Schnorrer! Vor allem du hast dich so nah vor mir hingehockt, dass ich dich nicht mal, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Oh. So, in dieser Folge spielen wir nur mit Sniperwaffen. Bis die Munition alle ist. Dann müssen wir zum Automaten. Ich gebe doch kein Geld für Munition aus. Sag bloß nichts. Was soll man jetzt überhaupt machen? Ich töte den zahnlosen Terry, steht da. Okay. Immer noch kein Desert für Deserteure. Irgendwer stört hier da. Ja. Unfair. Ja. So, Granaten sind natürlich auch erlaubt. Jetzt habe ich ein Badass rangekriegt. Meine Sniper. Gut, ne? Aber erst den ersten. Wahrscheinlich für töte 10 Feinde mit einer Sniper. Mal 10? Ja, bei mir kam auch irgendwas, da stand aber irgendwas 1400 von 1500. Ja, ich habe ja nie gesnipert, so wirklich. Du ist ja. Lol. Dachte ich, schaff noch weg von der. Müssen wir hier überhaupt langlaufen? Weiß ich nicht, ich kenne die Map ja noch nicht. Oh, ein großer. Wenn wir den in den Kopf schießen, dann mutiert der, ne? Wenn das wieder sein Golem-Fuzzi. Ja, ist aber schon tot. Die kann man irgendwie 4-mal erweitern lassen. Ja, ja. Gibt's besseren Loot. Und eine Errungenschaft. Hab ich noch nie geschafft. Zumindest macht er mit einem Schuss den Schild immer weg. Ja, wenn du Elektro drauf hast? Nö, hab ich nicht. Aber ich? Oder hat es Elektro drauf? Nö. Oh, noch so ein großer. Oh, zwei große. Ist ja, ich hab ja da Elektro-Dings, das sogar noch auf die Nachbarn geht. Der will hier mir auf den Sack. Viel zu strong, Alter. Viel zu strong. So, da hinten ist irgendwo ein Ausrufezeichen. Wir sind ja. Ja, wir müssen hier wirklich langlaufen, ey. Da unten ist noch eine Waffenkiste. Miauts, genau. Hä? Was? Hier unten ist noch eine Waffenkiste. Alter. Warte. Eine Sniper macht 120.000 Schaden. Das glaube ich dir nicht. Und eine zweite mit 118. Ernsthaft? Das glaube ich dir nicht. Eine mit Schild und eine mit Feuer. Also Strom und Feuer. Sekunde. Krass. Aber wird denn da gleich nichts mehr, wenn ich da bin? Ist ja geklaut. So eine mit Elektro oder was? Ich hab die nur verarscht. Ja, das weiß ich, aber. Hier ist irgendeine Arena. Dann müssen wir da überhaupt lang? Nö, aber ich gucke. Aber da rechts unten, wo ich gerade war, da geht's auch lang. Ihhh! Pass auf, da kommen Gegner bei dir. Ich kann nicht fliehen. Fantastisch. Alles tot hier? Voll, ey, komm noch Erfahrung, ey. Aua! Ist schön, dass du wegläufst. Der kam aus der Truhe raus. Okay, hier kommen wir eh noch. Rusty Cock. Aber ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Bist du sicher? Ich glaube, ja. Ja, sieht so aus. Ja, ist richtig. Von der Seite. Töte 10 ahnungslose Feinde mit Sniper Rifle.
Und der gab ein paar Points. Ich hab den Scheiß wieder aufgesammelt. Das war mein Kumpel. Hast du. Hab ich. Bei diesen einarmigen Banditen, ja? Ja. Schon mal dreimal das Wallzeichen gehabt? Dass du dann so eine legendäre Waffe bekommst, halt. Weiß ich nicht, gibt's denn eine legendäre Waffe, halt? Da kriegt man wohl auch legendäre Waffen, aber um deine Frage zu beantworten, nein. Hab ich nicht. Oh, XXX. Ah, das ist eine Waffenkiste, wie komm ich da rein? XXX. Wie komm ich da rein? Darüber. Kann der ja nicht alles beantworten. Nee. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Einfach die Leitern hoch. Hier ist noch eine. Da ist noch eine. Da rennt er schon wieder weiter. Ja, natürlich. Hast du das schon mal von mir gesehen irgendwie? Oh, schon wieder eine Granate. Leck mich. Oh, der zahnlose Terry. Toll, danke. Ach so, das war der. Von diesem Deserteur vergessen. War irgendwas, was für Männer und Frauen geht. Taylor, Tenner, irgend sowas. Tut mir echt leid, gut. Typen zu killen, dessen Namen ich nicht kenne. Terry, er hieß Terry. Oh, fast hätte ich Schuldgefühle bekommen. Das waren dann wohl alle. Komm zurück, wenn du fertig bist. Halt! Hui. Die ziehen einen ja ran. Ruhe. Krass. Bist du überhaupt noch da? Ja. Okay. Weil du nichts sagst, deshalb. Ich loote. Wo ist denn der Boy hier überhaupt gestorben? Hatten die nichts gedroppt oder so? Ne. Nee. Frech. Das ist ja frech. Unheimlich genug aus, um Herberts Hütte zu sein. Nimm den Lift nach oben, klopf an der Tür und mach dich auf einen atemberaubenden Gestank gefasst. Was denn für ein Lift? Ach, da hinten. Hier hinten haben wir ja nachher dann noch die Hauptquest dann wahrscheinlich, ne? Gut, dass ich den Lift vorher rübergefahren habe. Ich will noch eine Waffenkiste öffnen. Der Lift funktioniert aber gar nicht. 17.000? Sehr gut. Hast du gehört? Ja, ich bin noch längst nicht da. Nee, der funktioniert nicht. Dann müssen wir vielleicht mal auf die Quest umschalten. Vielleicht ist auch der Anker gemeint mit Lift. Ich glaube, ich musste den erstmal anmachen. Ah. Ah, tschüss. Tschüss. Was? Yeah. So, ich renn mal zum Ausgang. Bist du hier
das schaffst und mal herkommst. Ich glaube, ich habe den richtigen Fahrstuhl genommen. Du spielst schon nebenbei die Hauptquest weiter, falls dir das nicht auffällt. Ja, das ist doch nicht weiter wild. Doch. Ey. Warum brichst du das denn ab? Na, warum soll ich nicht abbrechen? Ja, wir wollen noch zurück. Warum soll ich jetzt zurück? Na, dann wechsel die Quest. Na, dann wechsel die Quest. Mach du doch. Mach du mal. Oh, ich werd angegriffen. Na, wechsel mal die Quest. Kann ich jetzt nicht, wird angegriffen. Ah, das ist so ein Opfer, ey. Das ist so ein Opfer. Wo sind wir denn hier überhaupt? Jetzt kann ich. Ist das das hier? Irgendwann mit Herbert. Peter. Nee, doch nicht. Nicht entdeckt, nicht entdeckt. Hä? Ach, das sind deine scheiß Quests hier wieder ein Haufen, die offen sind. Meine scheiß Quests? Na, da sind auch alle offen. Ja. So, logisch. Logisch. Guck mal, wie viel Kilometer der wieder vorgelaufen ist, ja? Vor allen Dingen, ich bin vorgelaufen. Du wolltest mich bloß veräppeln, hat aber nicht geklappt. Ich wollte dich veräppeln, wieso? Naja, du hast ja jetzt den Fahrstuhl rübergenommen. Ja. Oh. Na, so wie wir das machen sollten. Guck mal, wie weit du oben bist. Moment, Sekunde bitte. Scarlett, bist du das? Ah, du bist nicht Scarlett. Aber ich rieche ihren Duft an dir. Sie will das letzte Kompassteil, richtig? Ah ja. Komm, unterhalten wir uns, wir beide. Ja toll, jetzt bist du da oben und ich bin hier unten. Na und? Wie bist du da hochgekommen? Alter, der hat einen kleinen Scarlet-Fetisch. Du. Bist du jetzt hier rumgelaufen? Oder hier den... Tja, wie bin ich da hochgekommen? Oder hast du hier den Fahrstuhl-Anker benutzt? Ja, richtig. Echt? Wie geht es, Scarlet? Ist sie immer noch so schön wie damals? Oh, wie das Licht durch ihr Haar fiel? Dann bist du da rüber gefahren, oder? Man kann darüber gehen, macht aber nichts. Wie? Über das Seil hier oben, oder? Hä? Ach, du hast doch wieder keine Ahnung, ey. Er hat keine Ahnung. Mehr als du jemals. Er hat keine Ahnung. Nee, nee, nee. Hallo, Herbert. Warum ist denn hier die Truhe zu? Da ist das Ding drin, oder? Was für ein Ding? Alter. Lol. Drücke 5 von Herberts ausgestopften Scarlet-Puppen. Ich habe eine gedrückt. Jetzt habe ich 2 gedrückt. Das ist ja nicht aufgefallen, ne? Dass du da drauf drücken. Warum hast du das nicht gemacht? Ich hab da gedrückt. Achso. Dann sagst du aber nicht Bescheid, ne? Du hörst mir bloß nicht zu, das ist dein Problem. Hä? Du hast nichts gesagt mit drück da mal. Du hast die Quest weiter gestartet, ja. Warum glaube ich, dass du die hier oben nicht weggesnipert hast? Hast du bestimmt mit einer anderen Waffe weggemacht. Ach so, kenne. Meinst du das? Die habe ich weggenommen. Kannst du ja Video gucken. Ja, das mache ich auch. Ja, mach doch. Mach ich auch. Mehr, Junge. Und dann hau ich dir auf den Sack. Kommst du eh nicht ran. In deinen Sack? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mit Sniper-Munition habe ich hier ein Problem. Was hast du ein Problem?
Mit der Sniper habe ich keine Probleme hier irgendwie. Mit Munition. Laufen wir jetzt nicht falsch? Ich will auch nur die Kisten öffnen. Nicht mein generell? Oder ist das hier auf der Seite? Gehe ich mal von aus, so. Achso, das ist da drüben auf dem Schiff da, was da an der Seite hängt war. Oh oh. Und was wackelt hier? Die halten aber gut aus hier doch. Ach du Gott, hier ist ja mit Hüpfen. Boom. Sowas in der Art hatte ich befürchtet. Dann besorg ihm eben seine kleinen Liebesbotschaften so schnell du kannst. Sorry. Na toll. Wieder sonst wo. Ja. Können wir erstmal einen Folgenpäuste machen. Hoch. Ja, okay. Gut. Spitze, bedanke dich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.